Zack. Und tschüss. Dieses Level, diese Stelle hier erinnert mich immer an das Finale von The Crow. Falls ihr den Film nicht kennt und dieses Spiel mögt, guckt ihn euch an, er wird euch gefallen. Zack. Das ist quasi Max Payne noch mythologischer, weil es um einen untoten Rächer geht. Oder so im Grunde recht ähnlich ist in den Grundzügen. Und die Action ist ebenfalls mega nice. Und der Style auch noch sehr viel gotischer. Yeah. Aber so Fights in so Treppenhäusern sind sowieso mal eine richtig coole Idee für solche Shootouts. Zack. Hier hört man sogar die Tauben, die hier drin wohnen. Müssen wir hier übers Dach balancieren? Boah, mit dem Wind und allem herrlich. So geil gemacht. Nein. Knapp. Ja, egal. Nochmal. Ich sag ja, hier ist das Gameplay sehr stark auf Trial and Error ausgelegt. Im Vergleich zu den anderen. Im Vergleich zu Alan Wake, meine ich. Oh, mit der Desert Eagle kann man so schön. Kann man so schön gezielt schießen, deswegen ist, ist sie aus der Distanz besser. Aber wenn die mir immer so vor die Flinte rennen, dann nehme ich bleibe ich meistens bei der Shotgun. Ah, das ist witzig. Das ist das, was ich bei Alan Wake meinte. Da sind solche Sachen ja hier nicht passiert, solche Spielereien. Wie zum Beispiel. Yeah. Wow. Max, die Einmannband. Jetzt muss nur noch singen. Karaoke never was my scene. Okay, dann nicht. Oh ja, das ist auch nice. Stage Control, Pyro Control. Ah, jetzt habe ich es leider versäumt. Wenn der Typ da drauf gerannt wäre und ich hätte das angezündet, dann wäre er verbrannt durch die Pyros. Leider habe ich den Moment verpasst. Genau, es gibt ja auch immer so kleine Umgebungsrätsel, wie wir es ja auch schon kennen quasi. Ich glaube, ich kann da schon durch. Hier. Das klingt, als ob irgendwie gefoltert wird. Ah, scheiße. Hier sind viele Momente, wo man sich denkt, okay, wenn ich im echten Shootout wäre, wenn man eigentlich einfach nur hektisch wird auch ständig daneben schießen. Stück Holz bricht. Chapter 9, an Empire of Evil. The backstage area led to Lupino's inner sanctum. The hot air inside was like an invisible wall, thick with incense and something else, a sickly sweet smell that made you gag.
This was the rotten core of the Big Apple. Lupino lurked somewhere ahead, like a spider at the center of his web, waiting. The vapors in the air started to make my head swim. Torn pieces of a letter lay scattered on the sofa. Erstmal speichern. Einen Moment. Chapter 6. Achso, das ist der. Dann nehme ich das dritte. Okay, ich guck mal kurz, ob die Aufnahme gut gelaufen ist und komm dann wieder. The whispers of the dead would keep me awake, but I was too tired to go on. So, da bin ich wieder. Aufnahme läuft sehr gut. Ist komischerweise ein bisschen dunkler, als es für mich hier aussieht, aber ist nicht schlimm, das kann ich im Nachhinein, glaube ich, gut fixen. Und ein Kumpel von mir, der Anante, der freut sich schon lange auf dieses Let's Play, der möchte gleich mal live reinschauen, während wir spielen. Das wird, glaube ich, kein Problem sein. Punchinello had threatened Lupino in writing. The note had been torn to pieces, bloody fingerprints all over them. Don't want you to think that one of my boys is not playing with a full deck. Shape up, Jack. We are running a business here. I'd hate to send the trio to strong-arm you. The trio were the Don's notorious henchmen. It was obvious that Lupino hadn't been intimidated by the threat. Lupino's notes covered the table. Jack Lupino was crazy, all right. The table was scattered with notes of demented arcane nonsense written in rusty blood, a mishmash list of demons, devils, and dark gods evoked. Beelzebub! Asmodeus! Baphomet! Lucifer! Loki! Cthulhu! Lilith! Hera! Blood given to you all. He was after that old Faustian deal, your soul for power and fortune. Just sign in the dotted line with your blood. Voll der Wahnsinnige. Lupino's notebook lay on the pedestal. Jack Lupino was crazy, all right. Mythic wolves let loose to devour the sun and the moon. Lupino is the wolf. I'm Mr. Beast. The big bad Fenris wolf. I'm the end of the world man, wearing the flesh of fallen angels. After Y2K, the end of the world had become a cliche. But who was I to talk? A brooding underdog avenger alone against an empire of evil, out to right a grave injustice. Everything was subjective. There were only personal apocalypses. Nothing is a cliche when it's happening to you. Das meine ich mit, wie clever und geil das geschrieben ist, ne? Er weiß selber, dass seine Situation und diese Story so ein Klischee ist, und sowas, aber wie er sagt, wenn es einem selber passiert, ist es kein Klischee. Und die Story an sich ist auch kein Klischee, also die Story ja, aber nicht die Art, wie es erzählt ist. Das ist sehr einzigartig. Speicher lieber. Jetzt kann ich mich schnell ausrüsten, bevor es hier richtig abgeht. Ich mach das Spiel mal für mich kurz eins leiser. So. Für euch ist das kein Problem, weil ich jetzt im Nachhinein sowieso anders mische den Sound, aber ich sag mir das nur, damit ich das mitbekomme, später wenn ich schneide. Okay. Ich denke, ich bin bereit. So, der Gong hat ertönt. Das Blutbad ist damit geöffnet. Boah. Ah, Jesus. Ich muss erst diesen Molotow-Typen da loswerden. Feuer stirbt man realistischerweise sehr schnell. Ah, das machen wir anders. Boah. Boah.
Boah. Ich habe den Typen nicht mal gesehen. Boah. Nein! So knapp. Okay, nochmal. Ich speichere nochmal, weil ich jetzt zu weit bin. Oh Gott, war das... Habe ich es genau dann gespeichert? Das wäre scheiße. Ist hier noch irgendjemand? Ich sehe niemanden. Ach, da. Da sind schon so viele Einschusslöcher in dieser Wand. Zack. Jesus Christ. Oh, da ist er. Der Wahnsinnige. I had known there'd have to be a catch in it somewhere, and this one was the Empire State Building of Catches. Lupino was pumped up and dying to go 15 rounds with a mutant alligator. And then he started this spooky monkey talk, straight from a bad dream. Mine. I have tasted the flesh of fallen angels. I've tasted the devil's green blood. It runs in my veins. I've seen beyond a world of skin, the architecture of blood and bone arrow. Death is coming! She is coming. And hell follows with her. This is the twilight winter. I am ready to be her son. Her time is now. And all who stand in her way must die. Oh, Gott, Alter. You'll die! You'll die! Now! All die! Oh, Jesus! Viel Slow-Mo übrig. Das habe ich zwar nicht erklärt, dass unten die Uhr, diese Sanduhr quasi, anzeigt, wie oft ich Slow-Mo und den Jump und sowas benutzen kann, aber ich glaube, das hat sich von selbst geklärt, oder? Und es fühlt sich, die Anzeige fühlt sich halt auf, wenn ich Leute erledige. Jetzt ist hier natürlich keine Sau. Ah! Tatsächlich hat er hier gespeichert. Okay, diesmal habe ich hier gespeichert, das war vielleicht keine gute Idee. Ich speichere hier und weiter geht's. Ah!
Ah, fuck. Wenn ich ihn erwische, wann wirft er denn? Oh, das kommt der nicht. Ah, der wirft zu schnell. Nochmal. Okay, ich muss anders machen. Oh, Jesus. Ich habe leider keine Zeit, um mein Leben zu regenerieren. Selbst wenn ich die Penke da nehme. Ja! Yes! When Lupino finally went down, I wanted to make real sure he'd stay that way. V was a bad monster. Turned them into friggin' zombie demons from outer space. I think he's dead already. Huh? And that's when it happened. But dead or not, you've got the wrong guy. In stepped this knockout femme fatale holding a gun to my face. I return the favor. Part 2, a cold day in hell. Lisa Punchinello. Lisa Punchinello was the Don's wife. Mona Sachs. Lisa's evil twin. Your safety's off, evil twin. You might hurt someone with that gun of yours. Lisa's the damsel in distress. I'm the professional. I'd blow you away without batting an eye. Sure, and you can check out my credentials splattered all over this joint. Jack couldn't have framed you, not the state he was in. We're after the same slime bag. Angelo Quincinello's the one who murdered your friend and framed you with it. You know this for a fact? I've got my sources. I don't have a clue these days. I just shoot them as they come. Who put a contract on the Archfiend? This one's mine. I hate the guts of that sadistic wife beater. Why not pool our bullets for this one? I thought you'd never ask. My finger was starting to twitch. How do you like your whiskey? I'm easy. As long as you don't try to slip me a Mickey. You're a real angel, Max. It was good stuff. Tasted sweet as honey going down. Nothing personal. Can't risk you going berserk and getting Lisa killed. The nightmare was always the same. Violent shapes moving in darkness, old and ugly. The killer's mad laughter was a riddle filled with wicked innuendo. Somewhere, the baby was crying. Genau, sind wir in einer der verdammt surrealsten, künstlerisch hochwertigsten und weirdesten und düstersten Traumsequenzen ever. Weil das, was sie hier machen, haben sie ja dann surreal in Alan Wake quasi weitergeführt. Los geht's. Jetzt müssen wir dem Weinen des Babys folgen, glaube ich. Max, no, please, Max. Why? I didn't mean to. I'm sorry. Ah nein, dem Weinen seiner Frau müssen wir folgen. Das muss ja sogar noch schlimmer. Genau, so endlose Hallen. Ja, hier rechts. Ist so geil gemacht. Ist echt unglaublich. Ich weiß noch, als ich das erste Mal gespielt habe, dachte ich mir wirklich so, als ich dieses Level gespielt habe, dachte ich so, ja, Videospiele sind Kunst. So, muss ich nur diese Level angucken, diese Traumsequenzen, und das wird einem klar. Should have known it when we found you snoring next to Lupino's corpse. A comedian, huh? Michelle looked at me from the photo. The Payne family. Happiness captured in a Polaroid moment. I had thought it would last forever. Till death do us part. I didn't want to think about it. As long as I didn't, it could never happen. But I had broken my own rule. The thought had already slipped in. Fear was rusty needles poking at my brain. Cold and scaly, it slithered down my chest.